Trimax hat eine Ansage an Mickey gemacht. Vom Gegner zum Gamer zum Profiboxer. Erstes Training für Boxturnier. Wir gehen direkt rein, Leute. Let's go. Moin Leute, Trimax hier. Alter, Hanky ist so eine Maschine. Am 1.8. gibt es einen großen, großen Boxkampf. Max muss auf jeden Fall zum Friseur und zum Herrenausstatter. Ganz klar. Gegen Mickey. Hanky ist auch mit dabei. Der wird gegen Chef Strobel kämpfen. Hanky hat schon eine relativ gute Statur tatsächlich. Sumatra ist auch dabei, der wird gegen Bless kämpfen, der kann jetzt aber hier nicht mittrainieren. Heute gibt es das erste Training. Wir haben uns einen sehr, sehr guten Trainer geholt, den Alex. Alter, Digga, was ist das für ein Tier? Holy shit. Macht Selbstverteidigung, Boxtrainer, Fitness-YouTuber, ist genau der Richtige. Wir müssen nämlich richtig schön fit werden. Wir sind beide so krass motiviert, das wird extrem nice. Wir haben jetzt Glück, dass wir trotz Coronas Lockdown jetzt hier im Primetime-Fitness trainieren dürfen. Wir haben uns jetzt die... Da war ich auch mit Max trainieren. Da haben wir Bankdrücken-Wettbewerb gemacht. Max hat tatsächlich, zwei Trainer aus Versehen mit der Bank und der Stange und dem Gerät und einer tragenden Wand im Gebäude hochgedrückt. Aus Versehen. Max ist extrem stark. Die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, weil wir jetzt hier einen Drehtag haben. Wir haben uns gerade alle testen lassen, das kannst du auch mal kurz mit reinschneiden. Oh Junge, schön rein in die Masse. Ist gleich vorbei. Ich, wenn ich so einen Test bekomme, ich hasse es. Oh, Max ist so schön. Perfekt, vielen Dank. Okay, danke. Corona-Checkpoint, auch danke dafür. Alles unbezahlte Werbung, aber ist natürlich geil, wenn man da die Kontakte hat. Vielen Dank dafür. Ja, ich habe noch nie richtig geboxt. Ich bin todesunfit. Wir hatten gerade die Fitness-Challenge im November oder sowas. Das habe ich mir gut gehen lassen, 5 Kilo wieder zugenommen. Ja, stimmt. Bisschen Specki ist wieder angesetzt, ne? No front. Ähnlich. Was denkst du, wer gewinnt? Mickey oder Trimax? Ich habe da meine Theorie. Ich habe auch eben mal ein bisschen bei Mickey in den Stream reingeschaut. Ich erzähle euch gleich mal, was meine Predictions sind. Halbes Jahr keinen Sport gemacht. Jetzt wieder erst mal so lang, ne? Oh, wir sind völlige Amateure. Wir wollen richtig krass werden. Ich bin mir ultra sicher, dass ich gewinne. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wer ist euer Favorit, Mickey oder ich. Es wird geil, ich habe ultra Bock. Und ich würde sagen, gehen wir direkt rüber zu Alex und der kann uns mal sagen, was wir machen werden. Ja, wir werden jetzt am Anfang das Fundament aufbauen. Das heißt, dass wir viel Techniktraining machen, gar nicht so viel üben müssen. Wir werden gar nicht schwitzen, weil gucken erstmal, dass ihr Technik alle drauf habt und dann. Ich habe übrigens auch überlegt, Leute, ihr sagt alle Trimax, ich erzähle euch gleich was dazu. Ich habe übrigens auch überlegt, einfach weil ich Bock habe, MMA-Fighting zu machen. Also einfach mal mich selber anzumelden. Ich will auch gar nicht gegen irgendeinen kämpfen. Ich hatte einfach übertrieben Bock. Ich bin gefühlt mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, bin ich mit meiner Form relativ zufrieden. Ich habe Papa Platte ja gesagt, ich würde gegen Kevin würde ich actually wirklich antreten, gegen Papa Platte. Es bringt nichts, wenn ich gegen Trimax kämpfe. Das Problem bei mir ist, ich bin Asthmatiker. Und bei mir ist Ausdauer so ein Problem, ne? Deshalb weiß ich nicht. Aber gegen Papa Platte oder sowas würde ich es versuchen. Du Lauch. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde wirklich sagen, dass ich gut was an Form aufgebaut habe. Aber ich kann halt hier keine oben ohne Bilder auf Twitch zeigen. Das darf ich halt nicht. Keine Ahnung. Das Problem ist, ich habe halt kein Leistungsasthma, sondern allergisches Asthma. Ne? Deshalb muss ich mal überlegen. Aber vielleicht, also weiß ich nicht. Also gegen Trimax zu kämpfen, das Problem ist, was ich Trimax vielleicht voraus hätte, wäre halt Schnelligkeit und eventuell dann doch vielleicht ein bisschen Ausdauer. Aber wenn ich von Max eine Schelle kassiere, da stürzen 30 Kilo mehr in Wuchtmasse auf mich ein, da bin ich raus. Deshalb ist Mickey und Max eine gute Paarung, ne? Deshalb gibt es ja auch Gewichtsklassen beim Boxen. Klar haben wir auch schon mal einen Mayweather gegen einen Klitschko kämpfen sehen, natürlich, klar. Aber ich wiege momentan, glaube ich habe ein bisschen abgenommen, dass ich wiege gerade 73 Kilogramm. Max gibt mir eine Schelle und ich bin weg. Also der ist One-Punch-Man, wisst ihr, was ich meine? Danach in den nächsten Wochen bauen wir es auf, dass ihr wirklich keine Athleten. Eigentlich ist die Ausdauer das A und O. Beim Boxen ist Ausdauer absolut das A und O. Schlagkraft, Ausdauer und natürlich Technik. Ich habe mir auch schon belegt. Ich bin 1,86. Ich habe jetzt vor der Boxen gesagt, welche Hand jetzt vorne ist. Ja. Das fühlt sich ganz falsch irgendwie an. Ja. Es ist intuitiv, ist es so. Ja, dann ist das normal, wenn man rechts ist? Ja, das. Wir fangen einmal hier an mit dem Boxer. Lass uns einmal hier ranstellen. Wenn ich meine Nippel zensiere auf einem Bild, darf ich das noch zeigen, oder? Ist das dann okay? Actually ja, ne? Ja, keine Ahnung. Also, ich glaube tatsächlich, dass ich in der Form... Ich glaube, dass ich in der Form Papa Platte wahrscheinlich besiegen würde. Glaube ich. Es ist jetzt nicht ultra krass, es ist jetzt nicht richtig viel so. Es ist nicht übertrieben buff oder sowas, wisst ihr, was ich meine? Aber ich glaube tatsächlich, dass das klar geht, oder? Also es ist jetzt nicht übertrieben viel so, aber ich würde sagen, dass ich halt wirklich gut in Form bin.
Arme halt gut mache und sowas, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass das reichen würde, gegen Papa Platte auf jeden Fall zu gewinnen. Keine Ahnung. Ich will halt noch ein bisschen mehr Masse haben, so. Ich möchte halt noch ein bisschen mehr. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich wirklich stärker geworden bin, was halt Liegestütze und Klimmzüge und sowas angeht. Das habe ich halt schon gemerkt, ne? Schultern bin ich wirklich relativ zufrieden mit. Schultern ist wirklich nicht schlecht. Arme muss ich mehr machen. Bauch und Brust ist gerade. Und halt, wie gesagt, ich muss Beine auf jeden Fall trainieren. Aber kommt sicherlich alles irgendwann, ne? Deshalb, ja. Das ist so ungefähr, keine Ahnung, der ordnungsliebende Boss. Der Digga, mein Wohnzimmer sah aus wie Scheiße. Holy shit, das war ein Tag, bevor die Putzfrau kam. Leichtes Übergewicht, Kappi. Ja, ja, Digga, ganz genau. Ich habe mit Corona wirklich richtig durchgezogen, tatsächlich. Aber ja, wir schauen weiter rein, wir schauen weiter rein. Das bist nicht du. Alles klar, Digga, der Alkoholiker wegen dem Regal. Ja, ja, safe. Und das hat noch nichts mit der Boxtechnik an sich zu tun, nur den Rhythmus, dass wir einen Rhythmus für Schläge drauf haben. Ja. Sieht am Anfang ein bisschen affig aus, ein bisschen wie tanzen oder so. Aber also Geschichten aus dem Palanergarten. Also links, rechts. Hanky ist richtig rechts. Cute, ne? Ist echt affig am Anfang, aber wir müssen einen Rhythmus haben, dass wir wirklich mehr Energie aus dem Bein holen können. Wenn ihr nach vorne geht. Man muss halt einstecken, ne? Man muss halt richtig einstecken. Das vordere Bein als erstes, das hintere ziehen wir nach. Okay. Genau. Okay, ja. Das ist ja krass, das ist ja ultra umgerummelt. Das ist ein Standbein, mit dem man. Genau, ja. Man darf. Jetzt scheinen wir jetzt schon am Sweaten, ne? Ein Standbein haben. Du musst auf. Hanky gerade übrigens die richtige Technik schon gehabt. Guck mal. Ja. Warte mal. Ein Bein holen können. Hanky hat gedreht beim Schlagen. Das ist actually, wenn man halt zuschlägt, deutlich besser, weil du halt ein bisschen mehr Power hast, wenn du halt eindrehst, weil natürliche Führung ist ja, dass du nicht so schlägst, sondern so und automatisch deine Hand mitdrehst. Das hat Max tatsächlich nicht gemacht. Hanky hat doch schon mal Kampfsport gemacht, okay. Oh Bro, erklär bitte Streaming-Zeugs, aber nicht sowas. Ich habe keine Ahnung von Kampfsport, aber ich habe sehr viele Kollegen, die wirklich sehr, sehr, sehr krasse MMA-Fighter und auch Boxer und Kickboxer und Muay Thai-Kämpfer sind. Und ich bin oft bei denen dabei gewesen, um zu sehen, dass das auf jeden Fall eine richtige Bewegung ist. Also so viel Ahnung habe ich dann schon, obwohl ich selber nie mit trainiert habe. Wenn ihr nach vorne geht, das vordere Bein als erstes, das hintere ziehen wir nach. Beinarbeit sieht bei Hanky. Ja, das ist ja krass, das ist ja ultra umgerummelt. Das ist ein Standbein, mit dem man. Genau, ja. Man darf an sich kein Standbein haben. Du musst auf beiden Seiten gleich viel Gewicht drauf haben, ja, dass du jederzeit nach links, rechts bewegen kannst. Weil okay, man kann es ja nicht herausfinden, mit welcher Hand er schlägt, dass du immer ein bisschen leicht verzögert bist. Okay, genau. Okay. Stell dir vor, wir wollen uns einfach nur bewegen. Oh, ja. Dreimal. Da, Digga, Max Puls. Also, meistens dreimal drei. Das ist ein 160er Puls. Drei Runden meistens aber drücken. Ja, ich habe 160er Puls dabei, klar. Beim Rumspringen. Das ist anstrengend. Ich wiege so viel die armen kleinen Waden, Alter. Die hängen immer nur runter eigentlich. Ja, Beine muss Max auf jeden Fall krass trainieren. Also das Ding ist, man muss wirklich für Hanky kämpft gegen Chef Strobel, man muss halt fürs Boxen wirklich krank gute Beinarbeit leisten. Du musst halt ständig, das hat er glaube ich auch eben gesagt oder sowas, du musst halt gucken, dass du das Gewicht auf beiden Beinen durchgehend verteilst und du hast nicht ein Standbein, sondern beide Beine müssen deinen ganzen Körper tragen, damit du die Möglichkeit hast, hin und her zu wechseln. Wisst ihr, was ich meine? Oh mein Gott, Rezo hat Hype-Chain 3700%. Schade, Chat, dass ich das nicht habe. Schade. Na, Ausrufezeichen Prime in den Chat ist kostenlos, natürlich. Wenn ihr aber irgendwie Scheiße. Ich dachte, ich muss den Kopf vorher rasieren. Ja, dann ab Donnerstag habe ich Glatze, da passt das. Ist das nervig? Komatra kämpft gegen. Weiß ich nicht. Okay, passt auf. Also, meine. Gegen Vlesk, genau, gegen Vlesk. Meine Prediction ist folgende: Würden die beiden jetzt einen Kampf haben, würde Trimax klar gewinnen. Mickey ist aus der Form. Mickey wiegt momentan 116 Kilo bei 1,87, was ich Mickey by the way nicht glaube. Das muss ich ehrlich sagen. Mickey, ich glaube nicht, dass du 1,87 groß bist. Wir haben uns schon oft gesehen und ich bin deutlich größer gefühlt. Kann sein, dass Mickey vielleicht 1,82 oder sowas sein mag. Also, weiß ich nicht. 104 wiegt er jetzt gerade, okay. Das heißt, Mickey hat schon mal ordentlich abgenommen. Trimax ist aber halt nochmal sehr, sehr, sehr viel größer. Hat sehr viel längere Arme. Wenn
einen Trimax reinschallert, Jägermeister, danke schön für den Prime Sub, wenn Trimax wirklich einen Schwinger macht, da ist halt so viel Kraft und Körpermasse und auch schon Muskel in den Armen drin, weil er einfach von der Genetik her ganz anders gebaut ist als Mickey. Max ist zwar massig, aber Max ist nicht automatisch fett. Versteht ihr, was ich meine? Max ist halt einfach schwere Knochen und so weiter und so fort. Also, wisst ihr, was ich meine? Wenn halt Max wirklich einen Schwinger haut, das scheppert schon. Plus, Max ist momentan besser in Form tatsächlich. Das ist das Ding, dass auch nochmal Mickey halt jetzt gerade ein bisschen die Ausdauer trainieren muss. Also Max ist jetzt auch nicht der ausdauernde Boss, das sieht man hier gerade. Aber ich glaube, dass Max und Mickey, das wird ein sehr langsamer und kräftiger Kampf werden. Das wird jetzt kein zack, 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 Mayweather 1,65er, ich jump durch, wisst ihr, was ich meine? Oder kein, ne, ihr versteht, was ich meine. Das wird nicht sowas in der Zeit. Aber, was ich Mickey anrechne, ne, er ist sehr viel ehrgeiziger, glaube ich, als Max, habe ich das Gefühl. Das hat gerade jemand im Chat geschrieben, weil Mickey hat ein ganzes Team mit Ärzten, mit mehreren Trainern und so weiter und so fort. Es wird spannend bleiben. Also momentan sehe ich die Odds eher bei Max in der jetzigen Form, aber wir wissen nicht, wie es in 6 Monaten aussieht. Wir wissen nicht, wie es in 6 Monaten aussieht. Wrestling wäre bei den beiden, also normal ist kein WWE, sondern Wrestling, fände ich bei den beiden übertrieben stabil. Romata würde die Fresse bekommen. Ich glaube auch, Vlesk ist absolut, Vlesk ist genauso ein drahtiger Kerl. Das ist so ein, also, eine Sache, die man sich die man immer sagen muss, Leute. Schaut euch einen, gut, jetzt vielleicht, jetzt in der letzten Zeit jetzt vielleicht nicht mehr, jetzt das beste Paradebeispiel, aber an sich jetzt nicht so verkehrt. So, schaut euch einen Conor McGregor an. Das ist ein MMA-Fighter, kein Boxer. Geringer Körperfettanteil, nicht sehr schwer, nicht sehr groß, aber auch nicht übertrieben massig muskulös. Der hat krasse Arme, keine Frage. Und der ist sehr krass trainiert, stellt aber einen Conor McGregor gegen den Klitschko. Ganz, ganz anderes, wisst ihr, was ich meine? Conor McGregor ist ein Leichtgewicht. Und Conor McGregor hat schon sehr, sehr viele Leute komplett Knockout geschlagen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man sich den Klitschko dagegen anschaut, ist das was anderes. Wisst ihr, was ich meine? Also deshalb, weiß ich nicht, Ehre, Revi, danke, du hast uns Klausi gebracht. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich glaube, da ist es viel, viel wichtiger, genau. Kraft ist zweitrangig, Geschwindigkeit und Präzision beim Schlagen. Darum geht's halt. Man muss halt wirklich Technik haben und Ausdauer. Wisst ihr, was ich meine? Conor McGregor macht doch MMA, true. Aber selbst ein Floyd Mayweather, der Fliegengewicht und Leichtgewicht macht, ja, der ist tatsächlich, glaube ich, deutlich, natürlich ist er deutlich schneller als ein Klitschko und sowas. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja das Ding. Also, es kommt nicht immer auf das Gewicht und auf die Form, auf die Größe an, sondern primär auch einfach, wie gut man einfach generell im Sport drin ist und halt die Schnelligkeit hat. Wisst ihr, was ich meine? Der Nippel ist ist kein Problem, Leute. Alles gut. 190 normal. Das ist normal bei sowas. Normal. Du musst alles rauslassen. Du musst Mickey einfach. Der ist im Arsch. Der ist im Arsch. Der legt ja auch nicht mal selber einen Vlog hoch. Der ist total Angst halt. Ja. Kein Instagram-Story, kein Vlog, man weiß gar nichts. Der übel bammelt. Der trainiert viel, aber ich weiß nicht, auf welchem Trainingsstand der ist. Der will die Klicks haben. Kann er haben. Jetzt aber nur als Kombo-Paket mit einem richtig nice Knockout dazu. Oh, Digga, die Ansagen! Der wird so liegen in der ersten Runde. Hank ist genauso, ist aber auch der Strobel. Der Strobel teamt da mit den Pros und rasiert irgendwelche Streamer-Turniere weg. Ruiniert tonnenweise Minecraft-Turniere. Ja, Chef Robert hat das Minecraft-Turnier mit Fabo einfach ruiniert, wirklich. Baal, Minecraft, Fortnite. Rust. Rust, der macht alles kaputt. Und dann kriegt er die Rache von Hanky. Der holt sich da die Pros ran. Ich hole mir hier den Pro ran. Der kriegt schön auf die Fresse. Hanky ist so ein Süßi, Digga. Hanky ist wirklich so ein Ehrenmann. 2-3 Mal ans Handgelenk. Jetzt Bandagen. Sehr wichtig. Einmal oder so für euch. Wir wollen es so locker wie möglich haben, weil das ja Nervigste, wenn es abschnitt so. Deswegen gehen wir jetzt immer einmal zum nächsten Finger, wieder einmal runter. Ich lach so, wenn Mickey Max in der ersten Runde K.O. schlägt. Ja. Also ich glaube halt, das ist eine Sache, von der wir uns generell erstmal entfremden müssen. Bei einem Casual-Box-Fight wird es sehr, 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 sehr selten einen Sieg durch K.O. gehen. Wisst ihr, was ich meine? Aber ein Schwergewichter kann auch einen McGregor mit einem Schlag Knockout. Natürlich, klar. Aber ich glaube nicht, dass wir einen Knockout mit einem K.O. sehen werden in diesem Fight. Das sind Leute, die haben noch nie richtig krass gekämpft. Ein Lucky Punch kann es immer geben, klar. Aber jetzt mal ehrlich, also, weiß ich nicht, das ist sehr, sehr
unlikely. Da muss man wirklich richtig schlagen, die richtige Drehung haben bei einem Uppercut oder sowas. Der muss halt wirklich sitzen. Da musst du die richtigen Körperteile wirklich aufs Zentimeter treffen. Ja? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher, es wird so ein Ding wie bei KSI und Logan Paul. Ne? Ein Kampf, der durch 5-6 Runden durch technisches K.O. dann wahrscheinlich entscheiden wird. Aber glaube ich nicht durch einen K.O. über alles. Runter, wieder am Handgelenk, dass wir da einmal gut Spannung halbwegs drauf haben. Immer wenn wir einmal aus der genau, so immer muss das aussehen am Ende. Genau an den Knöcheln nochmal extra Polsterung ranmachen. Mhm. Weil das Schlimmste ist ja wirklich, wenn ihr euch einmal verletzt, dann ist echt ein halbes Jahr oder so, wird es immer permanent wehtun bei ihr. Ach, die fighten mit, machen die, haben die Kopfschutz? Man direkt immer mit der Hand draufschlagen. Wenn die Leute das sehen, die werden sehen, was macht ihr damit? Ihr wollt mich nicht als Moderator sehen. Ich hab ein bisschen, also ich bin kampfsportmäßig, pff, ja. Finde ich aber auch besser, muss ich ehrlich sagen. Also, als Casual ist ein Kopfschutz zu haben nicht verkehrt tatsächlich. Ja, wegen Twitch, ja, finde ich gut. Es sieht scheiße aus. Ist auch richtig so. Aber es ist halt gerade besser ist als gar nicht. Arthur Abram, natürlich. Handgelenk ist gut, ja, ja, ja. Eigentlich muss man viel längere nehmen, aber wir haben halt keine Ahnung. Wie kommst du die Hand schon rein allein? So ist eng. Okay, so ist gut. Muss ich aber auch sagen, mit Kopfschutz finde ich es besser. Finde ich gut. Sauber, danke. Ein TKO und ein K.O. ist das gleiche. Nein, wenn du Knockout gehst, Digga, ist was komplett anderes, als wenn du technisches K.O. kassierst. Gar nicht mit viel Kraft, einfach... MMA ist tatsächlich ungefährlicher als Boxen. Weiß ich nicht, Digga. Jetzt wieder die Tanzen, so, seht. Cool, jetzt. Genau. Ja, perfekt. Und wir wollen auch gar nicht auf Balance. Also wir wollen jetzt nicht übertrieben nach vorne, ja, weil dann ist es wieder natürlich gefährlich, dass wir einen Counter kriegen. So, wir bleiben richtig konstant. Jetzt. Weil ja, true, weil Boxen gezielt auf den Kopf geht, ja, aber im Endeffekt hast du ja dafür den Helm. Das ist immer nochmal ein Vorteil, wenn der Ellenbogen ein Tick tiefer ist. Das heißt, wenn wir so und weichere schlagen, Handschuhe, dann haben wir nicht so viel Energie, weil wir hier am Ellenbogen sozusagen einen Brechpunkt haben. Ja. Das heißt, wenn wir so schlagen, viel krasser ist es, wenn der Ellenbogen leicht oben ist. Das heißt, von hier oben hauen wir die Faust richtig rein. Genau. Das kommt dann gar nicht. Genau. Wieder auch später von hier, von unten irgendwas. Genau, aber das ist ein Uppercut. Ja. Aber das ist einfach nur links und rechts rein. Ja, die Deckung. Slack dann ein bisschen. Rein und fahren wieder raus und wieder konzentriert sein. Mhm. Wie so eine richtige so eine Anaconda. Rein beißen wieder raus. Ja, das ist schon mal von der Geschwindigkeit ein Muster noch ein bisschen rein. Ja, vorne links. Vorne links. Ja, mach mal rein. Das ist gut. Ja. Die machen aber auch hier gerade erst Grundlagentraining. Bro macht's besser. Nee, werde ich nicht machen. Also, wenn du schlägst, ja, wieder zurück nach oben. Okay. Aber gerade dann würde der Counter nach oben reinhauen. Ja. Ja. Sehr schön. Genau. Jetzt gehe ich mal nach hinten. Du musst dich nach vorne bewegen, weil sonst jeder wird ja nach hinten gehen. Ja, ja. Wie wichtig ist tatsächlich Armreichweite und Körpergewicht? Das war eine große Diskussion. Wenn man das einsetzt, ja, dann ist es mega wichtig natürlich. Weil wenn du wesentlich größer oder längere Arme hast und dann auch bullig bist, kannst du natürlich krank in die Ecke drängen. Wenn wir auch, das sind dann Taktiken, da werden wir dann gucken, dass wir wirklich das gut aufsetzen werden. Okay, gut. Da muss man gucken, ob die Kamera dann dabei ist, weil dann wird das sehen. Stimmt. Wir müssen Geheimtaktiken finden. Das dürfen wir natürlich nicht finden. Ja, das stimmt. Na klar. Micky hatte direkt im ersten Training Schulterzerrung. Wer? Micky, mein Gegner, direkt. Also eine Woche muss er aufsetzen, dass man nur eine Ausdauer gemacht hat. Ja, stimmt, verletzen dürfen wir uns auf keinen Fall. Den Volley runter. Einfach, Tram ist wirklich Eisengolem. Der Trainer macht einen guten Eindruck, das stimmt, ja. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 23. 23? Ja, sehe ich so alt aus? Ich hätte dich 28 geschätzt. Was? Echt? Ja. Weißt du jetzt, ist das cool oder nicht? Ich weiß nicht. Unsere Familie für uns. Wir sind älter und sehen so aus. Ich bin 26. Ich bin auch 26. Ich hätte dich 26, 29 geschätzt. Krass, okay. Trainer hat auch nicht gespannt. Okay, nice. Traum. Was geht, Bro? Jetzt machst du aber mit dem Gewicht gehst du dann nach hinten. Okay. Weil jetzt hast du ja viel mehr Energie. Stell dir mal vor, dass du. Ist der Trainer Boxer oder Bodybuilder? Was macht der genau? Eine Axt und du schmeißt sie nach hinten. Du ziehst die Axt nach hinten. Ah, okay.
Genau, das ist ja, aber das ist gut. Mach das mal. Okay. Box und Fitness, okay. Ja. Wenn man Kampfsport-YouTuber, alles klar. Okay. Wenn man so schlägt, dann kriegt man Gewicht. Genau, bitte machen wir mal. Einfach nur so stumpf, das ist momentan. Genau. Oh, Digga, der Schwinger. Das ist Schiffsruhe, das ist Schiffsruhe. Da ist schon Druck hinter bei Henki. Das ist Schwobel. Lebensgenießer, danke für den Zap. Kuss. Das ist Schwobel. Ja, ja, ja. Das ist alles raus. Guck mal, so verkrampft er doch. Aber ist gut. Du gehst? Hier rein. Weil jetzt ist das Ding, ja? Wir wollen uns ja schützen, ja? Weil es ja auch relativ gefährlich ist, dass wir dann selber einen Schlag kommen. Deswegen hier wirklich schützen. Ja. Boom. Und das ist dann eher nur ein Ablenkung Bock. Hier oben rein. Genau, ja. Das ist extrem fortgeschritten. Da kriegst du. Ja, das ist so, wenn du das dann gleich drauf hast, dann wird das locker in den Bauch und dann. Oh, boom. Ja, und da ist das Ding. Zack, zack, du ja. Boah, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Perfekte Position. Von hier. Und guck mal, was du jetzt hier richtig unglaubliche Bewegung hast. Ja, weißt du? Wenn dann, ich weiß halt nicht, also ich finde halt auch Kickboxen super interessant. Ich mag halt zu treten. Ich finde Treten richtig geil. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Also ich habe halt sehr lange Beine auch. Deshalb wäre wahrscheinlich Treten für mich ganz geil. Und jetzt bin ich ja gezwungen unten, jetzt bin ich aber oben frei. Boom. Und dann genau. Fang einfach an, du bereust es nachher, weil du schleifen lässt. Sag Fußfetisch. Nein, nicht wegen Fußfetisch, Digga, sondern einfach, weil ich halt, deshalb Muay Thai, ja, Muay Thai ist böse, Digga, habe ich in Thailand ein paar Kämpfe gesehen von Youngstern, Digga, die waren 14, der eine hat dem anderen wirklich aus dem Leben getreten, hier gegen die Schläfe, der ist durch halben Ring geflogen, war Knockout. Junge, meine Beine brechen in der Luft. aber Schienbein, aua, Digga, aua, Schienbein, aua, Arschbohrer, darf man mal Boxen nicht machen, ne? Ich überlege, weiß ich nicht, soll ich mal Boxen anfangen, einfach mal so aus Spaß, vielleicht einfach so mit einem Personal Trainer hier aus Köln, ohne Ziel, einfach mal machen. Ich will das sowieso, Chat, ihr habt eben meine Form gesehen, ich möchte sowieso viel mehr in Fitness reingehen, ich möchte sehr viel mehr Zeit in Fitness investieren, ich will mich noch weiter aufbauen, ich möchte wirklich 80, 82 stabile, brachiale Kilo wiegen, ich will nicht nur gut aussehen, sondern ich mache halt auch Training, dass ich halt Kraft habe, deshalb ist meine Fortschritt auch deutlich langsamer, ich trainiere nicht auf Pump, sondern sehr viel mit Bodyweight und sowas, deshalb geht es mir auch darum, dass ich halt Kraft aufbauen möchte, ne? nicht nur Masse, nicht nur reine Muskelmasse, sondern auch wirklich Kraft und das merke ich halt tatsächlich und ich würde schon sagen, dass ich, also ist ja so ein Boxautomat ist komplette Scheiße. Ein Boxautomat sagt ja wirklich gar nichts, das ist auch nur Technik. Aber wenn ich zum Beispiel auf dem Boxautomat bei Crispy Rob drauf haue, bin ich immer nach Smiley, der so ein Riesenkerl ist mit 30 Metern, der zweitstärkste. Weil ich halt weiß, wie ich draufschlagen muss. So. Aber ey, im Endeffekt sagt das ja auch gar nichts aus, ne? Aber ich fühle das schon. Körperspannung und sowas. Reapers sucht noch einen Gegner. Nee, ich muss gegen wen saurelevanten boxen. No front Reapers. Na, mal schauen. Ich muss mich erstmal damit einfinden, ob ich dafür überhaupt Zeit habe. Das ist ja auch mal die Sache, ob ich da überhaupt Zeit für habe. Ich wiege gerade 73, 74. Immer schön entspannt. Was willst du? Raus hier. Fang Fußball an, Digga. Wir reden von Kampfsport und der sagt, spiel Fußball. Alles klar, Digga. Okay, unbewegt. Revi vs. Knossi. Oh, gegen Knossi würde ich machen. Glaube ich. Der beißt aber bestimmt. Augen offen lassen. Ja, genau. Das ist am Anfang schwer, wirklich. Julian Bam habe ich auch überlegt, aber Ju ist sehr krass gelenkig. Ju hat extreme Körperkontrolle, die habe ich nicht. Ich bin ein kompletter Körperklaus. Das ist das. Vive ist auch krass. Vive macht auch seit mehreren Jahren Kampfsport. Vive würde mich auch kaputt machen. Vive würde mich kaputt schlagen, das ist klar. Das kriegen wir auch erst. Unge, gegen Unge kann man nicht gewinnen. Unge kann man 60 Mal ins Gesicht schlagen und der geht nicht K.O. Unge hat kein Schmerzempfinden. Unge zieht im Fight einfach ein Messer und sticht dich ab. Das ist dem egal, ob es erlaubt ist oder nicht. Sparring weg. Das ist auch so, er macht schnell auch. Ja. Genau, ja, das ist. Flying Uwe ist eine gute Idee, klar. Ja, das ist normal. Ja. Monte, Asthma versus Raucher. Jetzt würde ich sagen, machen wir einmal kurz Zerstörung. Am Pratzen einmal jeder eine Runde. Aha. Und dann ist Feierabend. Dom Balbano, Dankeschön. Ja, weil das ist schon, ihr habt ultra viel gelernt. Das müsst ihr erstmal drüber schlafen, verarbeiten. Wer will als erstes durch die Hölle? Du kannst wieder anfangen. Ich bin froh, dass ich Haare hatte, aber jetzt, in diesem Moment, nerven sie aber. Ich würde sie am liebsten abmachen. Jetzt wird eigentlich einmal zum Schluss eine harte Endbelastung, dass er mich währenddessen richtig hascht, aber danach freut er sich drüber. Einmal bis zum Ende, komplette Zerstörung. Immer nur links, rechts, und ich sag dir mal links. Links, rechts.
Boah, Digga, Henki, Alter. Sehr schön. Digga, also da sieht man, Henki hat schon mal Kampfsport gemacht. Immer oben bleiben, immer oben. Links, rechts. Junge, da ist auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall was hinter. Links, rechts. Vor allen Dingen hat der den Dreher plus Schnelligkeit und die Kraft. Ganz ehrlich, also die Leute, die ein bisschen Ahnung vom Kampfsport haben, sehen, da ist schon, da ist, nee, das ist nicht nur Masse. Das ist nicht nur Masse. Das ist tatsächlich, also er würde schon wissen. Ich meine, ja, Aim ist so ein bisschen das Ding, er muss halt zielen können, aber das ist schon ein guter Startpunkt. Gegen Henno, das wäre lustig. Oh, jetzt, ja. Da steht's. Nochmal, drei. Ausdauer. Jetzt nochmal. Jetzt. Scheiße, das ist ekelhaft, ne? Der Dreier. Was spürst du genau? Wo ist eklig? Der letzte ist einfach Slow-Mo ohne Kraft. Ja. Der dritte. Aber das ist das Heftige. Ich hab das mal gerechnet. Die ersten Mal bist du wirklich Endbelastung gemacht. Danach war das echt schon. Ja, das ist ja schon durch. Das Luft raus. Ja. Viel Spaß, Max. Ja. Danke. Okay, ohne Scheiß. Der dritte. Der dritte killt einen. Okay. Okay. Okay, sagt er. Ja, Max ist da doch deutlich langsamer, ne? Aber da ist auch Power hinter. Ja, perfekt. Nochmal. Oh yeah. Ah, AP, uncool. Ist mal ein Uppercut in unten schon? Ja, Mann, der will ich schon. Sehr. Ja, die haben Bock, ja, die haben Bock. Micky meint, Janina würde gewinnen gegen dich. Ich habe Micky eben ein Bild von mir geschickt und habe gesagt, schick mir deine Form. Micky hat's gelesen und nicht geantwortet aus Angst. Ich nehme an, Micky ist ein bisschen ashamed auf seinem Body. Nachvollziehen, ne? Also, ich weiß nicht. Ich würde niemals gegen eine Frau boxen, könnte ich nicht. Könnte ich nicht mal beim, also so wie das damals. Selbst, also damals, als Stefan Raab gegen Regina Halm mich auf die Fresse bekommen hat, weiß ich nicht, Digga, ob ich das könnte. Hätte ich richtig Angst vor. Auf der anderen Seite, wenn es ja freiwillig ist, ne? Warum nicht? Power, ne? Revi gegen Katja Krasavic. Oh, Digga. Yes. Also, look, jetzt bringt's Spaß. Genau, das ist Training. Das ist das Training. Oh, yeah. Ich gegen Mois. Das ist auch eine gute Idee, ja. Das ist eine tolle Idee. Jetzt wollen wir den Muskel einmal richtig ausstrennen, dass du gut regenerierst. Leute, ich kämpfe nicht gegen die Marmeladenoma oder gegen Leroy. Was, also Digga, was ist denn mit euch? What the fuck? Junge, ich gegen die Marmeladenoma wahrscheinlich. Komm, und jetzt 10 Kombis. Ab jetzt. Oh, ja, das geht noch 3. Komm. Triple Jab jetzt. Sauber, Digga, jetzt bin ich ohne Schaff. 193 Puls. Ich glaube, dass ich überhaupt noch schaffe. Oh. 400 Kalorien, geil. Ah, ja. Das war jetzt das erste Training. Das haben wir richtig schön Vorher-Nachher-Bilder-Training sehen können. Weil ich denke, Henki und ich starten schon aus einer etwas über den Durchschnitt-Position. Ich will unbedingt ein Training von Micky sehen. Weil der lädt ja keine Instagram-Stories hoch und keine Vlogs. Ich bin gespannt, Micky. Vielleicht ist das auch Taktik. Vielleicht hat Micky kranken Fortschritt, man weiß es nicht. Mach das mal. Okay. Stark. Okay.